Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Trevor 1 Remastered. Also das 1 lassen wir mal weg. Genau. Letzte Runde haben wir ganz neu angefangen mit einem Tutorial. Ich habe das Spiel zwar schon gespielt und öfters gespielt, bevor ich Rome 2 gespielt habe. Ja, aber es ist viel zu lange her, deswegen das Tutorial. Und jetzt schauen wir einfach mal, was die anderen so machen. Was echt interessant ist, ist, dass wir ihr Angebot Handelsrechte. Gegen Angebot. Karteninformation. Würdet ihr erwägen? Gibt uns nein. Würdet ihr erwägen? Nein. Dann machen wir Karteninformationen nicht, dann geben wir denen auch Karteninformationen. Ein äußerst großzügiger Vorschlag. Diese Stimme, ne? Gut. Entschuldigung. An sich, was ich gerade gemacht habe, war ein bisschen... risky. Nicht risky. Ich habe denen ja die Karteninfos gegeben, um eben deren Karteninfo auch zu bekommen. Und an sich kann man die Karteninfos jeder KI verkaufen. Und da hätte ich noch ein bisschen Money raushauen können. Und zwar hätten wir es verkaufen können, weil die KI weiß sowieso, was wir haben, also das ist total egal. So, durch ein Handelsembargo gegen einen anderen seid ihr blockiert ihr den Handel zwischen eurer Siedlung und denen der anderen Seite, inklusive des Handels der Kaufleute. Achtung, die andere Seite betrachtet dies wahrscheinlich als Provokation. Handelsembargo, ja, ist ein bisschen provokant. So, Spionage, Mission erfolgreich. Senatsmission erfolgreich. Gut. Da Neuigkeiten. Diplomatische Informationen. Okay. Rekrutierung ist alles unten. Ah, Rundenbericht sogar auch. Nice. Nettoeinnahmen minus 2000. Runde 1. Farmwesen. Ein- und Ausgaben. Alter. Das sieht man ja jetzt alles hier. Nice. Genau. Siedlung besetzen. Zeitlimit 10 Minuten. Das ist gleich 10 Runden. Ja. Schmarrn. Gut. Also. Hier mal die Armee, wo sind Stadtwache? General! Imperator! Ich tue mal hier zwei Stadtwachen rein. Okay. Wie sieht denn der aus? Okay, hier ist gar kein General dabei. Okay. Ich würde jetzt noch nicht angreifen, weil wir gerade mit ihm ein Handelsabkommen geschlossen haben. Und das habe ich gemacht, weil bevor wir die Stadt angreifen wollen. Wobei. Toll.
bevor wir die Stadt angreifen können, ja, werde ich noch ein paar Runden Geld bekommen. Ist ganz nice. So, auch mit Wall, Händler, Aufmarschplatz. Okay. Okay. Die Musik ist voll schön. Voll schön. So, dann werden wir hier mal ein bisschen was bauen. Sie hat Bing Bing gemacht. Jetzt empfiehlt es sich, ein Schrein des Keres in dieser Siedlung zu bauen. Durch diesen Schrein erhält die Provinz Vorteile in Hinsicht auf Loyalität und Fruchtbarkeit. Barkus, öffentliche Ordnung. Keres, öffentliche Ordnung. 5%, hier 10%. Bonus für Bevölkerungszuwachs ist ganz gut. Jupiter. Okay. Okay, dann machen wir mal, was sie will. Kaserne wäre hier, glaube ich, auch ganz nett. Haben wir hier Kaserne? Nee. Ja, doch, wäre Kaserne hier. Gleich das erste. Noch zwei Runden braucht das. Hier brauchst du noch eine Runde. Okay. Genau. Sodela. Können wir besuchende Agenten der Siedlung anzeigen? Wie kann ich Leibwächter der Einheiten? Wie kann ich sehen, ich will gerade schauen, wo ich Agenten rekrutieren kann. Ja, das war klar, dass ich hier nichts machen kann. Okay, das ist ja quasi eine normale Rekrutierung. Astati. Ich mach mal noch einen Diplomat. Warte, hier habe ich 1, 2, 2 Astati. Mach ich mal nochmal 2. Warte, wie viel kann ich bauen? Alter, ich kann so viel bauen. Oder ist das eine Runde fertig? Eine Runde fertig, eine Runde. Das wäre ein bisschen dumm. Aber so wäre das ein bisschen OP. Naja, schauen wir mal. Was macht denn der da? Okay, ja, das ist tatsächlich so. Ich kann nur eine Einheit pro Runde. Das ist ein bisschen heftig. Das ist tatsächlich ein bisschen heftig. Verwüstung. Es ist wichtig, schnell zu reparieren, um feindliche Armeen nach einem Einmarsch wieder von einem eigenen Gebieten zu verdrängen. Nicht zu reparieren, Mann. Zu agieren. Wenn eine gegnerische Armee in einer Region verbleibt, richtet sie automatisch Schaden an der Landschaft an. Vernichtet Straßen, Farmen, Minenhäfen und so weiter. Dies hat wiederum Einfluss auf Handelserträge sowie auf der. Ach, krass. Also die plündern in Anführungsstrichen automatisch. Aha. Okay.
Okay. Jetzt empfiehlt sich eine Holzpalisade zu bauen. Ja, das denke ich auch. Immer schön Palisaden. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was gucken. Okay, alles klar. Entschuldigung, so. Hier. Genau, Straße. Das haben wir alles. Jetzt empfiehlt es sich, Ställe in diese Siedlung zu bauen. Wieso? Finde ich gerade ehrlich gesagt nicht. Ja, wobei. Ich mach's mal, auch wenn, also normalerweise würde ich das nicht tun, sondern in eine Stadt so viel wie möglich zu bauen. Aber das Problem ist halt, dass ich hier nicht 2, 3, 4 Einheiten bauen kann, sondern muss halt hier eine Einheit bauen. Und da dann eine und ja. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. So. Du gehst mal hier rein. Und ich könnte mal jetzt zu den im Krieg. Da kann ich glaube ich gerade nicht hin. Mal zu den. Ja, wobei, nee. Ich gehe mal hier hoch. So. Ich versuche mal hier ein bisschen Diplomatie zu machen. Ja, Dankeschön. Hier, Krieg erklärt. Bruni und. Bruti und griechische Städte. Vorbericht, Rekrutierung. Abgeschlossen, Diplomat. Wo ist jetzt der Diplomat? Ah, hier. Herr. Ah, jetzt brauche ich den gar nicht mehr. Ach, ich bin doch ein Honk. Ohne Zögern, gut. Dann gehe ich mal hier in Richtung Osten mit dem. Und dann mal weiter. Der warte, der hat sich jetzt verbündet, ne? Agent. Spionage. Also ich hatte das ja jetzt schon geschafft, ne? Aber ich gehe mal hier rein. Ja, Meister. Der klingt ja. Oh je, was ist das denn? Achso, da sieht man einfach alles. Okay. Wer ist das denn? Wir sind mit denen in Krieg? Aber was macht der hier? Kommt er dahin? Herr. Ohne Zögern. Seltsam, seltsam, seltsam. Sind bereit. Setzt die Segel.
Das ist ein bisschen seltsam. Dann lasse ich mal die Armee noch da drin. Hier würde ich jetzt gerne... Warte, was sagt die Frau? Kaserne, dachte ich auch. Ich habe halt kaum Geld, ne? Aber das ist ja am Anfang... Ist ja am Anfang immer so. Der kann doch gerade nichts machen, oder? Ja. Ja, Meister. Ja. Das kann ich nicht tun, Herr. Ach so. Ja. Ja, der Weg wird versperrt. Unmöglich, Herr. Ja, dann. Das ist mir auch wurscht. Gerade scheint voll die Sonne draußen und es schüttet extrem. Er steht ja immer noch da. Okay. Neues Familienmitglied. Oh. Matidia. Sweet. Zu Diensten. Kann ich jetzt da rein? Oder? Ach so, der hat es schon gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, der geht dann da rein. Aber natürlich nicht. So. Gut, dann geh mal dahin. Ich glaube, da ist genau. Okay, mit dem Dreizack bin ich im Krieg. Wieso steht da, dass ich mit denen im Krieg bin? Bin ich mit denen wirklich im Krieg? Die sind rot, aber wieso greifen die dann nicht an? I don't understand. Sind bereit. Setz die Segel. Warte, ich gehe mal mit dem General. Gehe ich mal dahin. Und dann. Triari, Stadtwache. Imperator? Ja. Start die Drehung. So. Ja. Gut. Wahrscheinlich kein Platz mehr. So, dann warte ich hier Stadtwache. Geht mal da rein. Und du gehst auch mal da rein. Damit der nicht auf dumme Gedanken kommt. Ja, du scoutest mal da drüben. Und den mache ich dann später platt. Der hat ja nur 3 Einheiten. Ei. So, erfolgreich. Und er hat in einer Mission gegen diesen Mann erfolgreich. Was sagt sie? Jetzt empfiehlt sich ein Händler in dieser Siedlung zu bauen. Der Handel schafft Wohlstand. Da, ein Händler. Kann ich mir nicht leisten.
Ich hab Miese. Aber danke, das nächste Mal. Warte, wie weit ist denn der gegangen? Okay, alles klar. Hier. Das ist jetzt alles schwarz geworden wegen denen. Was ist das denn für einer? Kaufmann. Cool. So. Gut, wow, das hat ja gedauert. Schlachtaufstellung. Diese Armee kann nicht aus dieser Schlacht fliehen, weil sie es schon gemacht haben. Ja, das ist zwar einfach, aber spielen wir mal, damit wir ein bisschen das Micromanagement von Remastered checken. Nur ein Narr kümmert sich um Vorzeichen und Omen, wie schlimm sie auch sein mögen. Wir schmieden unser eigenes Glück und lassen uns nicht von der Flugrichtung eines mickrigen Vogels beherrschen. Aufständische Sklaven mögen vom Sieg träumen, doch wir sollten sie lehren, sich zu den Peitschen ihrer Herren zurückzusehnen. Es sind wandelnde Tote. Anstelle von Heerführern haben sie heulende Kinder aufs Schlachtfeld geführt. Diese Leute haben mich noch nie besiegt. Heute wird es nicht anders sein. Also, bekämpft sie frohen Mutes. Angst zu haben ist keine Schande. Eine Schande ist, sich von ihr beherrschen zu lassen. Zeigt keine Angst, dann werdet ihr sehen, dass der Mut eure Herzen erfüllt. Ja, wie lang der die Ansprache ist. Was echt lustig ist, also ist natürlich heroisch gemacht und so weiter. Aber zu dieser Zeit, also wir spielen ja. Wir spielen ja im Zeitraum von 200, 300 vor Christus. Da waren die Einheiten noch ein bisschen disziplinierter. Ah, verdammt, ich kann die jetzt nicht mehr so schicken. Einheiten formieren! Einheiten schnell, schnell! Einheiten marschieren! Genau, ja. Wohin geht der denn? Interessante Gebirge hier. Ne, genau, das habe ich jetzt gar nicht. Ich habe ja gerade, glaube ich, meine Erklärung gar nicht zu Ende gebracht. Nee, weil dieses Gejubel und so weiter, das war so nicht. Also die Einheiten, also die Legionäre waren krass diszipliniert. Und die sind leise aufs Schlachtfeld gegangen. Und das hatte sehr oft eine sehr viel krassere
krassere, wie sagen wir dazu, also das hat die Gegner viel mehr eingeschüchtert als jetzt so eine schreiende Armee. Ich meine, stellt euch vor, da kommt eine ganze Legion, das sind ja auch einige hundert und einige tausend Leute, wenn die sich einfach stillschweigend aufstellen. Das Aufstellen dauert ja auch immer ein paar Stunden. Wieso ist eigentlich nicht feuerfrei? Ja, also. Einheiten Triaria. Schade, dass ich die nicht mehr ziehen kann. Ah. Oh ja, okay. So. Wollt ihr werfen? Ihr dürft, ja. Gut, wir wollen da natürlich, also wir können die jetzt schon platt machen, aber ich will alle bekommen. Verlangt von Feldherren Siege. Und dieser Tag ist für uns ein klarer Sieg. Oh, wir haben 4 Einheiten verloren. Schade. Dam, 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 dam. Di, di, di. Ups. Sieg! Ja. So, ich würde sagen, als nächstes gehen wir hier runter. Hier wollen wir. Alter, den geht's ja nicht so gut. Aufständische Bürger können sich erheben, wenn die öffentliche Ordnung sich nicht bessert. Jo, das stimmt. Ich tue mal eine Stadtwache zurück. So. Gut, ich würde sagen, Flotte bereit. Ja, Kapitän. Marsilia. Ja, Kapitän. Gehe an Land. So, ich würde sagen, das war's jetzt für heute, für diese Runde. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und seid gerne das nächste Mal dabei. Und ja. Macht's gut.